Herr Hilse, Sie wissen, was jetzt kommt. Ich bitte Sie herzlich, auf optische Aussagen zu verzichten. Es gibt eine Übereinkunft, dass wir Argumente austauschen, aber uns kommt gerade ganz stark von Ihrer Fraktion, dass wir auf große Buttons und Sticker verzichten. Ich bitte Sie, diesen Button abzunehmen. Vielen wenn Dank. Sie mich als Präsidentin darum bitten, ich bitte Sie, wenn ich schon mal so nett zu Ihnen bin. Gut, okay. Bitte ins Protokoll. Nein, vielen Dank, Herr Hilse. Ich danke Ihnen sehr. Also, wie Sie sehen, der nächste Redner steht schon da, Carsten Hilse für die AfD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, endlich ist die nächste Stufe der Ausplünderung eingeläutet. Klimaschutzgesetz, Brennstoffemissionshandelsgesetz, die gesetzlichen Grundlagen zur Besteuerung der Atemluft steht kurz bevor. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Ein beliebter Spruch im Mittelalter, um den Ablasshandel zu begleiten. Auch hier wurde eine Gefahr, die im Fegefeuer zu verbrennen, frei erfunden, um die Menschen gnadenlos auszuplündern. Und auch heute macht man sich Gedanken, wie man die Ausplünderung forcieren, wie man sie perfektionieren kann und wie man die Menschen dazu bringt, dass sie sich freiwillig einen nicht unerheblichen Teil ihres hart erarbeiteten Geldes abpressen lassen. Bemerkenswerterweise ist es auch heute wieder das Fegefeuer, vor dem man den Menschen Angst macht, diesmal aber nicht nur für die einzelne Seele, sondern der Untergang der ganzen Welt, quasi das finale Fegefeuer. Mit einem Priester auf der Kanzel ist es bei solchen Dimensionen natürlich nicht getan. Da muss man schon größere Geschütze auffahren. Und so konnten wir in den letzten Jahren, vor allem im zurückliegenden Jahr, eine gut geplante, hochemotionale und professionell durchgezogene Kampagne erleben, losgetreten von Neomarxisten, Neostalinisten, teilweise finanziert von Multimilliardären, begleitet von Leitmedien, vor allem den Öffentlich-Rechtlichen. Diese hämmerten ihren Lesern und Zuschauern tagtäglich ein, dass sie für das nahende, finale Fegefeuer verantwortlich seien. Mit genügend finanziellen Mitteln ausgestattete Organisationen nahmen dann Kinder und Jugendliche ins Visier und missbrauchten diese für ihre Ziele. Als Vorbild galt die Kulturrevolution in China und die damaligen Kommunisten, die Kinder gegen ihre Eltern aufhetzten. Damals war es der große Sprung mit Millionen von Toten, heute ist es die große Transformation. Unter der Anführerschaft von Greta Thunberg zogen hüpfend und schreiend tausende Kinder und Jugendliche durch die Straßen und forderten den Wohlstand, den ihre Eltern mit ihrer Händearbeit geschaffen hatten, für die Rettung der Welt zu vernichten und den bösen Kapitalismus doch endlich zu überwinden und endlich weltweit den Übergang zum Sozialismus einzuläuten. Ich bin dem Sozialismus aufgewachsen. Ich habe Plan- und Mangelwirtschaft erlebt, ich habe Meinungsdiktatur erlebt und die Einschränkung der persönlichen Freiheit. Ich möchte keinen Sozialismus, egal ob er im braunen, roten oder im grünen Gewand daherkommt. Gut, um Greta ist es in den letzten Wochen etwas ruhiger geworden. Das hat sicherlich damit zu tun, dass sich die Amis eher nicht um falsche Weltuntergangspropheten kümmern. Von hier aus herzlichen Glückwunsch, Herr Trump, zum Aussteigen aus dem Pariser Klimaübereinkommen. Allerdings interessieren sich die deutschen Leitmedien dafür, wie Frau Thunberg jetzt CO2-neutral nach Madrid kommt. Wenn Frau Göring-Eckardt, sie ist heute nicht da, schade, und der Berliner Bischof recht behalten, die sie mit einem Propheten und Jesus verglichen haben, wird sie wohl übers Meer gelaufen kommen. Kommen wir zum Gesetz. Mit der Einführung eines nationalen Emissionshandelsgesetzes wird ein weiteres Bürokratiemonster geschaffen, das die Menschen weiter ausplündert. Die Kosten werden gewohnheitsgemäß von den Unternehmern direkt oder indirekt auf die Kunden umgelegt werden. Gleichzeitig schafft man die nächste Abteilung, Behörde oder wie man immer das auch nennen will, in der die Grünen und Sozialisten ihre Studienabbrecher hochbezahlt unterbringen können. Die Plätze hier im Bundestag sind ja durchaus begrenzt. Wahrscheinlich werden noch einige der externen Berater darunter sein, für die das Umweltministerium seit 2014 mal schlappe 600 Millionen Euro ausgegeben hat. In § 10 werden die Preise für die Zertifikate festgelegt, allerdings mit der Maßgabe, sie jährlich verändern zu können. Der Startpreis von 10 Euro zeugt von der Angst der Bundesregierung vor Massenprotesten. Wegen dieser Angst heißt diese faktische CO2-Steuer auch nicht Steuer, sondern Bepreisung. Ich persönlich hoffe, dass die Verkaufszahlen für Gelbwesten nach der Verabschiedung dieser Gesetze nach oben schnellen werden.
Mehrere Juristen gehen übrigens davon aus, dass das Gesetz nicht verfassungskonform ist, vor allem auch deshalb, weil die Abgabe, die faktisch eine CO2-Steuer ist, aus Angst vor Gelbwesten-Protesten nicht als solche benannt wird. Das klang bei der Anhörung im Ausschuss an. Alles in allem ist es ein weiteres Gesetz, das aufgrund einer absurden, nicht bewiesenen Hypothese erlassen wird, das erstens dazu dient, das Volk noch effektiver auszuplündern und zweitens die Gesellschaft hin zu einer ökosozialistischen Diktatur zu transformieren. Und damit, liebe Genossen, verlassen Sie den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und werden dafür zur Verantwortung gezogen werden. Ich hoffe für Sie nach Artikel 20 Absatz 2 und nicht Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Vielen Dank. Können Sie bitte den Button mitnehmen?